Verwaltungsverfahren und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Jetzt kann ich Sie beruhigen. Zur Verwaltungsgerichtsbarkeit wissen Sie eigentlich schon fast alles. Das haben wir alles schon vorgezogen. Das kann man relativ schnell machen. Zum Verwaltungsverfahren gestatten Sie mir bitte ein paar Bemerkungen. Ich weiß jetzt mal, welche Verwaltungsorgane handeln können. Bundes-, Landes-, Gemeindeverwaltung. Wenn ich das weiß, dann bin ich ein neugieriger Mensch und sage, ich will wissen, wie diese Verwaltungsbehörde, dieses Organ, typischerweise reden wir jetzt schon von Behörden, wenn wir wissen, behördliche Eigenschaften, wie diese Behörde zu ihrer Entscheidung kommt. Die erste und wichtige Frage, wenn es um ein Verwaltungsverfahren geht, und bitte lachen Sie jetzt nicht, typisch österreichischer Zugang, bin ich zuständig? Ja? Man kann sagen, zuständig sind die anderen, ne? Weil das meistens Arbeit heißt. Aber die Frage muss man sich stellen und sie ist mir wirklich ernst gemeint. Nur eine zuständige Behörde kann rechtswirksam eine entsprechende Erledigung treffen. Wenn eine Behörde, die nicht zuständig ist, trotzdem eine Entscheidung erlässt, dann haben wir zunächst einmal schon einmal ein Zwischenergebnis. Das ist eine rechtswidrige Entscheidung, die dann in weiterer Folge auch aufgehoben werden kann im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Daher ist mal wichtig, dass die zuständige Behörde entscheidet. Und das ist deswegen so wichtig, weil die Zuständigkeitsordnung dem Verfassungsgesetzgeber auch so wichtig ist, dass sie nicht irgendwie halt vereinbart werden kann, zum Teil kann man das in der Zivilgerichtsbarkeit machen, sondern sich zwingend aus dem Gesetz ergibt, nicht geändert werden kann und eben von der Behörde zugrunde gelegt werden muss, das nennt man Offizialmaxime. Wer konkret zuständig ist, ergibt sich typischerweise aus dem Gesetz, mit dem Sie gerade dann sich die Frage stellen müssen. Wenn Sie die Frage stellen, da wäre ein gewerberechtlichen Fall, dann schaue ich zunächst mal in die Gewerbeordnung hinein. Wenn ich in die Gewerbeordnung hineinschaue, dann steht dort in der Tat in einer ganz wichtigen Bestimmung, Details lassen wir jetzt mal weg, dass die Bezirksverwaltungsbehörden, das wissen Sie jetzt schon, die zuständigen Behörden eben sind. Wenn dort nichts drinnen stünde, muss ja nicht in jedem Gesetz alles so super wie in der Gewerbeordnung sein, dann sagt uns das Verwaltungsverfahrensgesetz, und jetzt habe ich Ihnen unterschlagen, ein Gesetz und führe es gleich nach, AVG. Das AVG ist das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz, das im Prinzip für alle Verwaltungsbehörden, egal ob Bundes-, Landes- oder Gemeindebehörden, ein einheitliches Verwaltungsverfahren in Österreich geschaffen hat. Und aus dem ergibt sich subsidiär, naja, Entschuldigung, wenn nicht eine bestimmte Behörde im Materiengesetz drinnen steht, dann sind in der Regel die Bezirksverwaltungsbehörden die zuständigen Behörden. Bei der Bundesverwaltung ist es relativ klar, wir haben entweder eine Verwaltungsinstanz, die eine eigene Bundesbehörde ist, das wissen Sie jetzt schon, unmittelbare Bundesverwaltung, Fremdenwesen und Asyl, Beispiel haben wir schon gehabt, oder Bezirksverwaltungsbehörde. Bei der unmittelbaren Bundesverwaltung geht der Rechtsmittelzug an das sogenannte Bundesverwaltungsgericht, Sie wissen schon, 9+2, haben wir damals gesagt, 9 Landesverwaltungsgerichte, 2 Bundesverwaltungsgerichte. Das eine Bundesverwaltungsgericht heißt auch Bundesverwaltungsgericht, wenig überraschend. Das zweite heißt Bundesfinanzgericht und ist für Abgabensachen zuständig. Die lassen wir jetzt bitte mal, weil es eine Sonderregel ist, weg. Bei der unmittelbaren Bundesverwaltung geht der Rechtsmittelzug zum Bundesverwaltungsgericht. Bei allen anderen, und Sie sehen jetzt hier, in der Bundesverwaltung, bei der mittelbaren Bundesverwaltung und bei der Landesverwaltung ja erst recht, von der Bezirksverwaltungsbehörde rechte Hälfte der Folie an das Landesverwaltungsgericht. Und jetzt sehen Sie, warum die Landesverwaltungsgerichte nicht so uninteressant sind. Die haben einen wichtigen Teil der mittelbaren Bundesverwaltung, aber auch die gesamte Landesverwaltung als Rechtsmittelinstanz zu bespielen. Ich kann mir jetzt aber die Frage auch stellen, nicht die Bezirksverwaltungsbehörde ist zuständig, sondern kann man die Frage stellen, es gibt in Österreich nicht nur eine Bezirksverwaltungsbehörde, sondern es gibt deren über 80. Welche davon ist meine zuständige Bezirksverwaltungsbehörde? Dazu sagt wiederum das AVG was, und es sagt eine Weisheit, der man ja überhaupt nicht widersprechen kann. Wenn so ein unbewegliches Gut ist, auf Deutsch ein Grundstück, na, dann wäre ich auf den Ort abstellen, wo das Grundstück liegt. Beispiel, Sie haben ein Grundstück in Mistelbach, dann ist die
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach. Oder es geht um einen Betrieb eines Unternehmens, dann ist der Ort, was das Gleiche in der Regel ist, maßgeblich. Wenn es um kein Grundstück geht, sondern nur um einen Beteiligten, Sie wollen irgendeine berufsrechtliche Genehmigung, Sie wohnen jetzt an der und der Adresse, naja, dann stellt man typischerweise auf den Wohnsitz oder auf den gewöhnlichen Aufenthalt ab. Beim Verwaltungsstrafverfahren ist es ein bisschen anders, Sie erraten es, da stellt man eben nicht auf irgendeinen Wohnsitz ab, sondern da stellt man auf den sogenannten Tatort ab. Wenn Sie jetzt irgendwo geblitzt werden, dann steht diese Radarbox typischerweise auf dem Gebiet eines Verwaltungssprengels, einer Bezirksverwaltungsbehörde. Daher, wenn Sie jetzt auf der Autobahn in, keine Ahnung, da bei Wiener Neustadt wo geblitzt werden, dann ist die Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt die entsprechende Verwaltungs-, will heißen, Strafbehörde. Wenn ich das jetzt alles weiß, letzter Punkt, dann muss ich mir die Frage stellen, wie läuft das Verwaltungsverfahren ab? Antwort, naja, es läuft im Prinzip so ab, dass man dieses Verfahren einleitet, ohne Einleitung kein Verwaltungsverfahren. Entweder wird das von Amts wegen eingeleitet, Klassiker Strafe, ne? Wer beantragt seine eigene Strafe, amtswegige Einleitung oder eben in vielen anderen Fällen, wo Sie eine Genehmigung wollen, naja, müssen Sie die Genehmigung beantragen. Die Behörde kann nicht wissen, dass Sie ein Haus bauen wollen. Je nachdem fängt das Werkel zu laufen an. Im Endeffekt läuft das so, dass man sagt, ist alles formell in Ordnung, wenn nicht, kann man so eine Art Verbesserungsauftrag machen und eine zweite Chance bekommen. Dann geht es darum, dass man den Sachverhalt feststellt. Sie wissen schon, Sachverhalt, Tatbestand, Subsumption, wissen Sie von Grundlagenmethodenlehre, heißt im Verwaltungsverfahren, bitte, wenn ich wissen will, wie das verwaltungsrechtlich tatbestandsmäßig zu beurteilen, muss ich den Sachverhalt ermitteln. Das nennt sich Ermittlungsverfahren. Da müssen die Leute, die es betrifft, mitreden können. Das nennt man Parteistellung und Parteirechte. Am Ende des Tages wird der Sachverhalt festgestellt und wird dann die Subsumption gemacht. Es wird eine Entscheidung erlassen. Und diese Entscheidung ist entweder typischerweise ein Bescheid oder eben die Einstellung des Verfahrens. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Strafverfahren haben und es ergibt sich daraus, dass aus dem Sachverhalt, dass die das gar nicht gemacht haben, dann wird dieses Verfahren eingestellt. Also es gibt keinen Freispruch, wenn ich so sagen darf. Im gerichtlichen Strafrecht gibt es das, im Verwaltungsstrafrecht heißt es entweder Strafe oder eine Ermahnung, was das Gleiche ist, nur ohne Strafausspruch, oder eben eine Einstellung des Verfahrens. Ja, und dann sind wir schon im entsprechenden Kontrollverfahren. Das ist nur die Skizze zum AVG-Verfahren, die das nochmal versinnbildlichen sollen. Beim Verwaltungsstrafverfahren ist genau das Gleiche, im Prinzip nur eben nur amtswegige Einleitung, sprich es ist die zuständige Verwaltungsstrafbehörde eben diejenige, die gegen Sie das Verfahren einleitet. Da haben Sie natürlich auch das Recht auf Parteiengehör und im Endeffekt wird entweder ein Bescheid erlassen, der straft oder der nur ermahnt. Wenn er straft, dann ist es ein sogenanntes Straferkenntnis. Wenn er nur ermahnt, da haben sie Glück gehabt, ne? Da steht da nur drin, sie werden darauf hingewiesen, dass das eigentlich strafbar ist, aber sie haben es noch nie gemacht, also danke. Oder es wird eingestellt. Eingestellt heißt, dass eben hier keine Strafe und keine Ermahnung erlassen wird. Auch das ist ein Bescheid. Es gibt dann noch Sonderfälle, die sind jetzt nicht relevant, wo kein Ermittlungsverfahren gemacht wird, weil es auch nicht notwendig ist. Da wird eine Radarbox typischerweise Foto zugrunde gelegt und da steht am Foto drauf, der ist 120 in der 70er-Zone gefahren. Ich kenne das Kennzeichen, brauche ich kein großes Ermittlungsverfahren. Da wird gleich ein entsprechender Akt erlassen. Näheres aber werden Sie im Verwaltungsrecht noch erfahren. Was Sie jedenfalls jetzt auch hier schon wissen müssen, der Rechtsmittelweg auch im Verwaltungsstrafverfahren geht zu den Verwaltungsgerichten, also entweder zu den Landesverwaltungsgericht oder zum Bundesverwaltungsgericht. Naja, und das Verwaltungsgerichtsbarkeitselement, das wissen Sie jetzt wirklich alle schon. Ich habe schon gesagt, ich wiederhole es aber, es gibt nach der Entscheidung der Verwaltung heute nur mehr die Anrufbarkeit eines der 11 Verwaltungsgerichte, entweder Landesverwaltungsgericht oder eines der beiden Bundesverwaltungsgerichte und danach, das wissen Sie auch schon, den Verwaltungsgerichtshof als der Revisionsinstanz.
Bei den Verwaltungsgerichten ist es so, ganz kurz gesagt, dass das eben Richter sind, die dort agieren. Das heißt, genau die Eigenschaften haben die Richter, Richterinnen in der ordentlichen Gerichtsbarkeit haben, also die Unabhängigkeit, die Unabsetzbarkeit und die Unversetzbarkeit vorliegt. Und dann eben je nach Akt, der hier erlassen wurde, eigene Rechtsmittelmöglichkeit besteht. Der wichtigste Fall in der Praxis sind die sogenannten Bescheidbeschwerden, also jene Beschwerden, die unmittelbar gegen einen Bescheid der Verwaltungsbehörde erlassen werden. Dazu kurze Fußnote, schlagen Sie mich nicht, aber das ist wirklich der einzige Ausreißer, den hat man noch drinnen gelassen in dem System. Wenn Sie in einer Gemeindezuständigkeit sind, nehmen wir wieder unseren Bürgermeister an, der einen Baubewilligungsbescheid erlässt oder möglicherweise Ihr Projekt ablehnt, dann können Sie in aller Regel noch nicht direkt das Verwaltungsgericht anrufen, sondern Sie müssen zuerst innerhalb der Gemeinde, weil die ja unabhängiger sind, haben wir gesagt, Selbstverwaltung, eine Berufungsinstanz, so nennt sich das, anrufen. Das ist typischerweise der Gemeinderat. Der Gemeinderat bestätigt dann entweder den Bescheid des Bürgermeisters oder er verändert ihn, also will heißen, er hebt ihn auf, er lässt das anders. Dann haben Sie jenen letztinstanzlichen Bescheid, den Sie dann wieder mittels Bescheidbeschwerde bekämpfen können. Also bitte aufpassen, beim Gemeindeinstanzenzug ist es so, dass Sie eine Zwischenstufe einlegen müssen und dann erst zu den Verwaltungsgerichten gehen können. Und jetzt bitte auf gar keinen vorherschlagen. Das kann aber ausgeschlossen werden. Man wollte es ja nicht ganz so unkompliziert machen. Es steht in der Verfassung drinnen, in diesen Fällen kann der Gesetzgeber hergehen, Bauordnung zum Beispiel, und kann sagen, na da bitte nicht, sondern da ein Bescheid, Bürgermeister, und dann Anrufbarkeit gleich des Verwaltungsgerichts. Das heißt, ich brauche die Zwischenschleife nicht. Wenn es nicht ausgeschlossen ist, dann habe ich die Zwischenschleife. Eigentlich ein sehr unlogisches System, aber leider derzeit noch so geregelt. Bescheidbeschwerde, wenn ein Bescheid erlassen wurde. Wenn kein Bescheid erlassen wurde und Sie aber einen Bescheid gern hätten, Klassiker, Sie wollen eine Genehmigung, dann können Sie nach 6 Monaten, dritter Bullet Point oben, eine Säumnisbeschwerde erlassen mit der Aufforderung an das Verwaltungsgericht, bitte erlass mir jetzt diese Entscheidung. Die Verwaltungsbehörde hat es nicht getan. Oder der Fall, den wir auch schon gehabt haben, Festnahme, Beschlagnahme etc. In diesem Fall liegt eine sogenannte Maßnahme vor, habe ich auch schon gesagt, diese Maßnahme kann ich auch vor den Verwaltungsgerichten bekämpfen und kann sagen, was rechtswidrig oder was nicht rechtswidrig. Die restlichen Dinge lassen wir hier weg. Eine Skizze noch zur Gemeinde. Bei der Gemeinde ist es eben so, bitte aufpassen, im eigenen Wirkungsbereich haben wir jedenfalls den Bürgermeister als erste Instanz und dann haben wir entweder den Gemeinderat und Sie sehen die Klammer, wenn er nicht ausgeschlossen ist, also wenn dieser Instanzenzug nicht ausgeschlossen wird, dann brauchen wir die Zwischenschleife und dann gehen wir zum Verwaltungsgericht. Im übertragenen Wirkungsbereich, das sind aber nur bestimmte kleinere Materien, dort gibt es diesen blöden Schleifenzug nicht. Dort entscheidet der Bürgermeister mittels Bescheides und dieser Bescheid wird unmittelbar, der Pfeil geht durch, beim Verwaltungsgericht bekämpft. Also in Wahrheit der Fall, den wir sonst überall in der Verwaltung eben heute haben. So, und vor der Pause, bevor die Stimme ganz weg ist, letzter Punkt. Wie weiß ich jetzt, welches Verwaltungsgericht zuständig ist? Naja, man kann es eigentlich relativ einfach machen. Man kann sagen, beim Bundesverwaltungsgericht ist eh logisch. Die sind natürlich örtlich fürs ganze Bundesgebiet zuständig. Bei den Landesverwaltungsgerichten muss ich halt schauen, welche Landesbehörde hat hier entschieden. Dann ist typischerweise auch jenes Gericht zuständig. Das ergibt sich aus dem verwaltungsgerichtlichen Verfahrensrecht. Und wenn man sich nicht sicher ist, klingt jetzt ein bisschen komisch, also wenn es keine explizite Regelung gibt, dann ist es so, dass im Zweifel die Landesverwaltungsgerichte zuständig sind mit dem Ergebnis. In Wahrheit ist das Bundesverwaltungsgericht eher nur zuständig für die Bereiche der Kontrolle der unmittelbaren Bundesverwaltung. Und der zweite Sonderfall, eben das Bundesfinanzgericht, das habe ich schon gesagt, das ist der Sonderfall in diesem
Zusammenhang. Und wenn ich diese Entscheidung der Verwaltungsgerichte habe, dann kann ich mich innerhalb von 6 Wochen an den sogenannten Verwaltungsgerichtshof wenden. Der Verwaltungsgerichtshof ist dann wirklich das Ende der Fahnenstange im Verwaltungsrechtsschutz. Da kann ich mittels Revision sagen, lieber Verwaltungsgerichtshof, ist das jetzt eine rechtmäßige Entscheidung des Verwaltungsgerichts erster Instanz, ja oder nein? Ich kann das Gleiche tun in den Fällen, in denen das Verwaltungsgericht innerhalb von 6 Monaten auch nicht entscheidet. Dann habe ich so eine verlängerte Säumnisbeschwerde, die aber nicht mehr Säumnisbeschwerde heißt, sondern Fristsetzungsantrag. Da wird dann dem Verwaltungsgericht eine Frist gesetzt, endlich zu entscheiden. Und wenn nicht, dann wird festgestellt, dass nicht entschieden worden ist. Oder eben last not least, es kann der Verwaltungsgerichtshof auch sagen, das Verwaltungsgericht in Niederösterreich sagt, es ist zuständig, das Bundesverwaltungsgericht in Wien sagt, es ist zuständig. Irgendwer davon irrt offenbar. Es kann nur eine zuständige Behörde, ein zuständiges Gericht geben. Und in diesen Fällen gibt es so eine Art Schiedsrichter. Wer kann das nur sein? Einer, der ganz oben steht, nämlich der Verwaltungsgerichtshof. Der entscheidet auch die Kompetenzkonflikte zwischen zwei Verwaltungsgerichten einerseits oder eben zwischen dem Verwaltungsgerichtshof und allen anderen Verwaltungsgerichten. Im Gesamtsystem, wir haben die Verwaltung, die Verwaltungsbehörde, wir haben die Zwischenstufe der 9 Landesverwaltungs- bzw. 2 Bundesverwaltungsgerichte und wir haben dann die beiden Höchstgerichte, den Verfassungsgerichtshof, den Sie seit letzter Einheit schon gut kennen, den habe ich jetzt auch nur mehr strichliert. Sie sehen es rechts oben, den Verfassungsgerichtshof mit der Entscheidungsbeschwerde, aber eben die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs mittels Revision. Bei der Säumnis ist das im Prinzip, ich habe schon gesagt, genau das Gleiche. Wir haben die Verwaltung, wir haben dann die Verwaltungsgerichte mittels Säumnisbeschwerde und wir haben dann den Verwaltungsgerichtshof mittels des Fristsetzungsantrages. Also Sie sehen, das geht frei in diesem Zusammenhang